Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Willkommen wieder zurück zu Wonderbox und wir beginnen ein neues Abenteuer und zwar die Kampagne Eine riesige Welt. Lass mal direkt reingehen. Los geht's. Angelockt von Erzählungen über ferne Länder wandert ein Held auf der Suche nach Abenteuern durch die Wüste. Doch bei der Erkundung einer merkwürdigen Höhle tappt er plötzlich in eine Falle. Was könnte die Wüste denn zu bieten haben, außer Stein und Sand? Eine Siedlung am Fuß des Berges scheint einige Antworten darauf zu haben. Aber auch ein paar ungelöste Geheimnisse. Gut. Ab in den Sand. Los geht's. Okay, wir haben keine Waffe? Nein, wir fangen runter. Ein bisschen Timing. Okay, nicht so schwierig jetzt, ne? Oh, hier sieht man richtig, wie warm das ist. Richtig heißer Wüstensand. Okay, es werden immer mehr. Muss man ein bisschen, eigentlich müsste man sich wahrscheinlich die Reihenfolge angucken, aber da habe ich überhaupt keine Lust zu. Zu gehen. Wir hüpfen da jetzt einfach durch. Oh, hier endlich. Oh, etwas trinken. Oh, das war dumm. Hatte ich noch gesehen, dass er da rausgeschossen kam. Dann gehen wir hier außen rum. Okay. Oh, okay. Das war zu schnell. Na klar. So, pass mal auf, das machen wir nochmal anders. Hier kann man nämlich auch mit dem Timing das, glaube ich, hinbekommen. Ganz gut. Okay. Da oben müssen wir gar nicht hoch, ne? Doch, von da sind wir gekommen. Ha! Oder beziehungsweise von da. Von da sind wir gekommen. Also wir müssen hier längs. Okay. Sarah! Da ist unser Herz. Könnten wir uns direkt holen, aber das war's schon? Na gut. Kleine neue Mechanismen gefunden und zwar Gegner, die man besiegen kann, beziehungsweise umgehen kann, ohne sie zu besiegen. Yes, Sultanin, okay. Pfeilfalle mit Auslöser, zeitgesteuerte Pfeilfalle, Kronenkommandantin, Kelchkommandant, Bogenschütze, Schwerkämpfer. Cool, jetzt haben wir noch mehr Sachen, mit denen wir bauen können. Wie geil ist das denn? So, falls ihr es noch nicht getan habt, spielt mein Level. Ihr findet es unter Sch-A-Zen, wenn ihr es sucht. Leider muss ich es so schreiben, weil es das Wort halt nicht gibt. Oh, da sucht wohl jemand nützliche Dinge. Ich möchte den Tausch vorschlagen. 5 von den Dingern für einen beschissenen Schlüssel. Okay. Gucken wir mal. Ach, ist die da unten denn? Hey du, der Fahrrad ist blockiert, hier in der Gegend. Okay. Gucken wir mal, ob wir irgendwie sowas finden. Ich bin froh, dass du hier bist. Okay, die gucken da raus. Da wird wahrscheinlich irgendwie gegnermäßig was sein. Okay. Hey, nimm das. Ah, ein Schwert. Oh. Okay, die kann man gar nicht so leicht besiegen. Fällt mir gerade auf. Ups. Aber ich glaube, ich muss den besiegen, ne? Aber wie kann man den besiegen? Ich glaube, ich kann ihn gar nicht besiegen. Nein! Wieso kann ich nicht besiegen? Wie man ist das denn? Okay. Ich komme hier nicht durch, bevor ich ihn nicht besiegt habe. Kann das sein? Aber wie kann ich den besiegen, ist die Frage. Ich kann es auch nicht zurückschießen, das ist das Problem. Soll ich das machen? Das geht nicht.
Kann man. Kommen wir auch nicht zurück? Gute Reise, sagt sie nur zu mir. Gute Reise, ja, gute junge Frau. Was? Ach, warte mal. Vielleicht kann er. Ich dachte, er könnte das Ding da abschießen. Jetzt kann man ihn besiegen. Ah, okay, er muss sich immer ausruhen dann. Okay, dann machen wir das nochmal. Eins, zwei, drei. Okay. Gut. Weil wenn das weg ist, dann sind diese Sachen alle befreit. Mann, ey. Da muss man drauf kommen. Das ist eigentlich hier gar nicht so schwer. Oh. Ah, ein Herz. Noch ein Herz. So, alles frei und kommen wir hier raus. Ah, sehr gut, sehr gut. Eins, zwei, drei. Oh nee. Nein. Ah, warte mal. Kurz warten. Eins. Gut. Kann man irgendwo Leben finden hier? Warte, aber zack. Da ist ein Schild. Ich will uns noch ein Ding, das ist da hinten, wie ich sehe. Okay, okay, okay. Gut. Kriegen wir noch ein Herz hier irgendwo vielleicht? Da. Also auf jeden Fall ist da. Eine Karotte. Auf jeden Fall muss da noch irgendwo. Ein so ein Hi-Hi-Pi flieh da. Da ist noch einer. Okay. Danke. Wir holen uns das Herz hier unten noch. Man weiß, dass da oben noch kommt gleich. Sicher, sicher, ne? Okay. Ah, guck mal. Jetzt haben wir die fünf Dinger, können wir zurückgehen zum Dorf und den Handel betreiben. Ja, too easy. Too easy, genau. War jetzt die Frage? Ah, hier. Komm da rein. Aha! Das Herzchen gefunden! Yes. 200 Abenteuerpunkte. Gucken wir uns gleich das nächste an. Sänger in der Himmel. Ich mag mein Zuhause. Ich kann nicht vorbei, weil der Typ da im Weg steht. Okay. Die lassen mich alle irgendwie nicht rein. Okay, wir brauchen wahrscheinlich eine Bombe oder irgendwas, um das wegzubekommen. Okay, warte mal. Geh mal hier hoch. Hier kommen wir mal rein.
Aha. Okay, jetzt kann ich da hoch. Ist die Frage, was ich hier oben soll. Noch gar nichts, ne? Da oben ist das Herz, habe ich schon gesehen. Warte mal. Aber da komme ich noch nicht hin, oder? Von hier? Nee. Da fehlt doch noch irgendwas Gutes. Nein, müssen wir erstmal hier rein. Wäre auch zu einfach gewesen. Okay, geh mal runter. Okay, Gegner können wir natürlich nicht besiegen damit, glaube ich. Obwohl, weiß ich nicht. Vielleicht kann man die damit besiegen. Aber ich glaube nicht. Wir können mal testen. Oh. Nee, das geht nicht. Okay. Gehen wir hier links. Okay, das ist ein wehres Gebilde, wo man klettern muss. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie... Ich sehe auch gerade nichts. Weiß nicht, wo ich hin soll. Das ist ja auch wieder so ein bisschen sehr wehr. Ich behaupte mal, es geht hier längs irgendwie. Ja. Das ist ein bisschen. Ja, ein bisschen raus. Ein bisschen blöd so, aber. Dann kann man außen rum gehen einmal, ne? Ein bisschen vorsichtig, aber dann bleiben wir auf jeden Fall hier. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn ich gleich wieder runterrasselt. Das ist das Einzige, was nervig ist. Ansonsten geht's ja eigentlich. Okay. Gut. Ob ich darüber soll, aber ich mache es einfach mal, weil kommt mir irgendwie so sinnig vor. Ist auch richtig. Gut. Da ist ein Händler. Oh ja, ich habe einen gerade. Kannst du unter dir angreifen? Okay, er braucht das, das und dann kann er wieder raus was schmelzen. Okay. Wir gucken mal, ob wir das Ganze finden für ihn. Darum geht es auch irgendwie längs, ne? Also gehen wir erstmal hier rein. Eieiei. Ei, ei. Wahrscheinlich darüber, ne? Da oben ist das Sandzeug, was wir brauchen. Können wir hier drüben wahrscheinlich rüberkommen? Oh, warte. Okay. Können wir so einsammeln, das ist natürlich praktisch. Dann müssen wir wieder zurück. Müssen wir nur wieder zurück. Okay, dann da oben hoch zum anderen Ausgang. So. Nein.
Wie runtergefallen? Ach so, das ist. Ach, es ist viel höher. Okay, okay. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Hä? Aber es gibt keinen anderen Weg. Das ist höher? Aber es gibt doch gar keinen anderen Weg, oder bin ich jetzt blöd? Ah, warte mal. Kann man auch springen dabei? Ja. Was? Man kann auch springen dabei, das ist natürlich krass. Okay, okay, dann müssen wir auch erstmal üben. Ja. Okay, man kann auch, dann, kann auch mal im letzten Moment hochspringen, okay. Gut. Na, guck mal, das geht auch so, okay. Das ist ja nicht so schwierig. So. Nur zurückgehen. Jetzt haben wir alles. Mal gucken, was uns daraus mixt. Ja, wir müssen mal gucken, wir wissen ja, was daraus mixt, aber. Das ist ja ganz cool. So, jetzt haben wir das, den Propeller. Den können wir für einige Sachen benutzen. Um höher zu springen zum Beispiel. Aber ich glaube, hier müssen wir jetzt gar nicht irgendwo hin. Wir sind zurück zum Dorf. Hey, wo war der Ausgang hier? Ah, da oben. Jetzt können wir mich da oben... Okay, dann müssen wir natürlich einen besseren Sprung haben, hier drauf. Dann können wir unser Herz holen. Sehr gut! Yes! So, haben wir auch das zweite Abenteuer, beziehungsweise das zweite Kapitel geschafft. 250 Punkte gibt es dafür. Ein geheimnisvoller Kerlbeine. Champion des Volkes. Ja, trotzdem, erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Liked mich, abonniert mich, haut auf die Glocke, damit ihr mehr Videos von mir sehen könnt. Ich weiß, es ist immer ein bisschen nervig, so eine Werbung, aber die muss ja natürlich sein, damit der ganze Kanal mal in Schwung kommt vielleicht. Gut, vielen Dank und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.